Seit Tagen wird in Französisch-Guayana auf dem Weltraumbahnhof Kourou die modernste Version der Ariane 5, die Schwerlast-Ariane, zum Start vorbereitet. 50 Meter hoch ist die Rakete, wenn sie startbereit ist. Sie ist die leistungsfähigste Rakete weltweit, denn sie kann bis zu 10 Tonnen Gewicht Huckepack nehmen, wenn alles glatt läuft. Als diese Super-Ariane Ende 2002 startete, fiel sie regelrecht ins Wasser. 90 Sekunden nach dem Start kam die Rakete vom Kurs ab und wurde vom Kontrollzentrum gesprengt. Das Haupttriebwerk hatte versagt. Damals mitgesprengt, ohne je zum Einsatz gekommen zu sein, die Oberstufe der Rakete. Der Schaden 600 Millionen Euro. In Bremen wird diese Ariane-Oberstufe gebaut. Das ist ein Hightech-Triebwerk, das stark genug ist, 10 Tonnen Satelliten in die gewünschte Umlaufbahn zu bringen. Dies ist jetzt das Herzstück der Oberstufe. Es ist europäische Spitzentechnologie. Es ist das Komplizierteste, was wir überhaupt jemals in Europa in der Raketentechnik gemacht haben. Wir haben hier, wenn wir das sehen, den Zulauf des flüssigen Sauerstoffs, kommt hier dann in eine Turbine hinein, in eine Pumpe und geht dann in das Triebwerk hinein. Von dieser Seite aus kommt der Wasserstoff, der flüssige Wasserstoff. Alles ist isoliert, alles sieht ein bisschen blank aus. So etwas wüsste ich nicht, wo es noch mal so etwas gibt in Europa. Im Triebwerk der Oberstufe, hier bei der Endmontage in Kourou, fließen 260 Grad kalter Wasserstoff mit 180 Grad kaltem Sauerstoff zusammen. Nur dadurch erreicht die Düse den Schub. Andere Treibstoffe schaffen das nicht. Das Problem: ob das Triebwerk tatsächlich unter Weltraumbedingungen funktioniert, konnte durch den Fehlschlag von 2002 noch nie getestet werden. Wenn alles klappt, wird die Schwerlast-Ariane die leistungsfähigste Rakete der Welt sein. Geht irgendetwas schief, ist die gesamte europäische Raumfahrt gefährdet. Die Konkurrenz ist also größer geworden, der Markt ist kleiner geworden, sodass wir auch wirklich es schwer haben, uns dort zu behaupten. Und daher ist es ganz wichtig, dass dieser Start klappt, dass wir nachweisen können, jawohl, wir sind wieder da. 11. Februar 2005. Die Schwerlast-Ariane legt einen Bilderbuchstart hin. Alles funktioniert einwandfrei. Das ist wichtig, denn zur Versorgung der Raumstation ISS soll die Super-Ariane noch viel mehr Gewicht ins All tragen. Wasser, Lebensmittel und wissenschaftliche Ausrüstung müssen zur ISS befördert werden. Schon bald könnte ein neuer Abschleppdienst seine Arbeit aufnehmen. Von der Super-Ariane ins All getragen soll Europas erstes Raumschiff, das Automated Transfer Vehicle, kurz ATV, diese Versorgungsflüge unternehmen. ATV ist ein unbemannter automatischer Raumfrachter, für eine einmalige Verwendung konzipiert. Denn wiederverwendbare Raumschiffe wie das amerikanische Shuttle sind sehr teuer und fehleranfällig. Derzeit herrscht allerdings Baustopp am Himmel. Die Amerikaner haben die Shuttle-Starts eingestellt. Es ist unklar, ob und wann das europäische Forschungslabor Columbus eine Mitfahrgelegenheit bei einem Shuttle-Flug bekommt. Sollte Columbus am Boden bleiben, wären nicht nur viele 100 Millionen Euro Forschungsgelder umsonst ausgegeben, auch der automatische Raumfrachter ATV wäre überflüssig.